Wir sind dabei, die Staaten, die es auf der Erde gibt und über deren Entstehungsbedingungen wir uns ausführlich Gedanken gemacht haben, im Vergleich zu überblicken und haben uns zu diesem Zweck der Typologie von Rothberg bedient, der Starke von schwachen Staaten, von gescheiterten Staaten bis hin zu jenem traurigen Zustand eines zusammengebrochenen Staates bedient. Wir hatten das letzte Mal auf die starken Staaten geblickt und haben zur Kenntnis genommen, dass sie wirkungsvoll ihr Territorium kontrollieren, dass sie ihren Bürgern die gesamte Bandbreite politischer Güter zur Verfügung stellen, von der Sicherheit nach außen und im Inneren über die Rechtsstaatlichkeit bis hin zur persönlichen Freiheit, zum praktizierten Pluralismus, bis hin zu guter Politik auf allen möglichen Politikfeldern und Wirtschaftssystemen, die auch nachhaltig gute Politik finanzierbar machen, bis hin zum Praktizieren von Demokratie und im Idealfall der Herstellung sozialer Gerechtigkeit. Wir haben dann auch noch gesehen, auf welche Weise man messen kann, zumindest ziemlich annäherungsweise messen kann, wie gut Staaten alles das erfüllen, und haben dabei auf das Bruttosozialprodukt pro Kopf geguckt, auf den Human Development Index, auf den Freedom House Index, welcher die auf Verwirklichung politische Freiheitsrechte misst, bis hin zum Korruptionsindex, haben im Wesentlichen gesehen, dass Staaten westlicher Prägung in Nordamerika, in Australien, Neuseeland, in Westeuropa unter diesen Typ des starken Staates fallen, der alle möglichen öffentlichen Güter produziert, freilich auch etliche autoritäre Diktaturen, wobei diese naturgemäß Demokratie nicht produzieren und es nicht selten auch an Rechtsstaatlichkeit fehlen lassen, obendrein auch an sozialer Gerechtigkeit. Das leistet nun mal eine Diktatur nur sehr eingeschränkt, wenn es denn überhaupt je auf dem Plan eines Diktators steht. Blicken wir nun zu den schwachen Staaten, die man auch zerbrechliche Staaten, fragile Staaten auf Neuhochdeutsch nennt, marginale Staaten, die sozusagen am Rand sind, am Rand von etablierter Staatlichkeit, und schauen wir auf deren Eigentümlichkeiten. Typisch für schwache Staaten ist, dass sie noch nicht die Verwaltungskapazität besitzen, die ein Staat nun einmal braucht, um etwas bewerkstelligen zu können. Und das bringt uns die gute Gelegenheit, überhaupt auf den Zusammenhang von Verwaltung und Staatlichkeit zu blicken. Es ist eine sehr hilfreiche Denkweise, sich die Regierungstätigkeit wie eine Ellipse vorzustellen. Eine Ellipse ist eine rundliche Form, die im Unterschied zum Kreis gleich zwei Brennpunkte hat. Und der eine Brennpunkt der Ellipse des Regierens trägt die Bezeichnung Extraktionsfähigkeit. Gemeint ist damit, dass ein Staat es schafft, verlässlich auf wirtschaftliche Ressourcen in jenem Gebiet und in jener Gesellschaft zuzugreifen, wo er, der Staat, besteht und öffentliche Güter produzieren will. Dass also der Staat verlässlich sich in den Besitz gesellschaftlichen Reichtums setzt, um nämlich sein Personal zu finanzieren und seine Aktivitäten reichend vom Bau von Brücken und von Straßen bis hin zum Aufrechterhalten eines Rechtssystems oder gar von so schönen Dingen wie einer Steuerverwaltung, wie Parlamenten und wie Regierungsapparaten mit kompetenten Mitarbeitern. Wie schafft man das? Historisch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine oft gepflogene waren Naturalabgaben, im europäischen Bereich meistens der Zehnt, das heißt der zehnte Teil dessen, was Bauern produzierten, oder sachliche Dienstleistungen wie Hand- und Spanndienste, wo Bauern eben auf den Feldern des entsprechenden Adligen arbeiten oder ihre Zugtiere dem Adligen zur Verfügung stellen mussten. Das Ganze ist dann später systematisiert worden mit dem vollständigen Übergang zur Geldwirtschaft in Gestalt von Steuern, direkte Steuern, indirekte Steuern, fallweise erhobene Steuern, regelmäßig erhobene Steuern und Abgaben, die nun wiederum zweckgebunden oder allgemein, periodisch oder einmalig sein können. Und der zweite Brennpunkt der gouvernementalen Ellipse, das ist die Durchsetzungsfähigkeit. Es reicht ja nicht, dass der Staat ein Apparat hat, mit dem er Geld oder sonstige Ressourcen sich erschließt, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Der Staat muss seine Aufgaben auch faktisch erfüllen können. Er braucht Mittel, um das, was er durchsetzen will,
tatsächlich auch durchzusetzen. Etwa den Bau von Straßen, wo Anlieger keine Straße haben wollen. Die Vertreibung fremder Truppen vom eigenen Territorium, obwohl der Angreifer nicht weichen will. Die Niederschlagung von Aufständern, obwohl die Aufständischen meinen, sie müssten regieren und nicht die bisherige Regierung. Das Eintreiben von Steuern, obwohl Steuerpflichtige meinen, sie schuldeten dem Staat im Grunde nichts. Die Mittel, mit denen Staaten in der Regel sich durchzusetzen vermögen, sind auch vielfältig. Einmal sind es sozusagen mitgenutzte Personalressourcen, wo Leute, gesellschaftliche Gruppen, die persönlich viel Macht haben, etwa als Adelig in einem Feudalstaat, dafür herangezogen werden, auf den von ihnen kontrollierten Territorien staatliche Aufgaben zu erfüllen. Das Polizeiwesen etwa. In Preußen waren die örtlichen Polizeibeamten bis zur Revolution von 1918 die zuständigen Gutsherren, die die niedrige Gerichtsbarkeit auch verwalteten. Oder in Zeiten vorstehenden Armeen war es eine Pflicht von mächtigen Untertanen, Gefolgschaft bei Feldzügen zu leisten, in Person oder mit eigenen Truppen oder Städte in Gestalt von Geld, mit dem der Landes- oder Stadtherr sich dann auch die notwendigen Truppen und ihre zeitweise Treue erkaufen konnte. Später, als der Staat eigene Mittel hatte, um sich eine Verwaltung aufzubauen, gab es dann die eigene staatliche Verwaltung in der Justiz, in der Polizei, im Militärwesen, im Steuerwesen, sonst wo. Und es ist eben so, dass für das Funktionieren eines Staates eben verlässliche Verwaltungsstrukturen unabdingbar sind. Infolgedessen kann man formulieren, Staatlichkeit selbst, die ja, wie wir in der ersten Stunde sahen, ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher Verhältnisse ist, Staatlichkeit verfestigt sich oder eben nicht genau gemeinsam mit dem Aufkommen und Stabilisieren von Verwaltungsstrukturen. Von Verwaltungsstrukturen einer bestimmten Art. Die Verwaltungsstrukturen müssen ausreichend umfangreich sein können, sodass der Staat beziehungsweise jene, welche seine Ämter innehaben, als Staat von Amts wegen handlungsfähig sind und nicht darauf angewiesen sind, mit mächtigen gesellschaftlichen Gruppen auszuhandeln, ob diese sich, wie manche Mafia-Gruppierungen, doch bitte schön ab und zu an Recht und Gesetz halten wollen, auszuhandeln, wie etwa mit multinationalen Unternehmen, ob sie vielleicht doch bereit wären, in einem Staat, wo sie ihr Geld machen, auch das eine oder andere Steuerchen zu bezahlen. Es braucht hinlänglich viel Verwaltung, damit der Staat den Willen, den er auf gleich welche Weise bildet, auch tatsächlich durchsetzen kann. Es darf weder räumliche noch sächliche No-Go-Areas für den Staat geben, wenn er denn vollständig funktionieren will. Diese Verwaltungsstrukturen müssen dann auch nicht nur irgendwann aufgestellt worden sein, sondern sie müssen auch verlässlich finanziert werden, damit nämlich die Inhaber von Verwaltungsstellen nicht in Versuchung kommen, Loyalitäten zu anderen Spendern ihres Lebensunterhalts aufzubauen als der jeweiligen Regierung. Das ist ein typisches Problem für viele Staaten, die nicht genügend Geld einnehmen und die folglich ihre Verwaltung nicht anständig bezahlen können. Dann haben sie korrupte Polizisten, die sie ein bequemes Zuverdienst dadurch erwerben, dass sie eben Verkehrssünder laufen lassen nach Bezahlung eines entsprechenden Backschisch oder dass sie sich überhaupt mit kriminellen Kreisen verbandeln oder dass Lehrer und Hochschullehrer Not nach Bestechung vergeben. Alles, was wir am Schluss der letzten Stunde über den Korruptionsindex gesehen haben, sind Hinweise auf Defizite von Staatlichkeit genau hier, nämlich beim ausreichenden Finanzieren einer dann auch loyalen staatlichen Verwaltung. Natürlich muss die Verwaltung fachlich kompetent sein. Das heißt, man darf nicht jeden auf ein Verwaltungsamt lassen. Man muss jenen Nepotismus, jene Vetternwirtschaft beseitigen, welche in vielen Staaten dazu führt, dass dann eben persönliche Bekannte oder Freunde, Polizeipräsidenten, Chefs von Kliniken, von Gesundheitsämtern oder Lehrer werden. Die können dann zwar nichts, aber immerhin haben sie einen Job, den der Staat finanziert. Wenn man eine fachlich kompetente Verwaltung braucht,
braucht man so viel Bezahlung für Verwaltungsbeamte, dass es attraktiv ist, dass tüchtige Leute sich in den Staatsdienst begeben. Und man braucht Ausbildungsmöglichkeiten für sie. Und damit die fachliche Kompetenz dann auch beibehalten wird, braucht es ein vernünftiges Laufbahn- und Anreizsystem. Es muss das Ziel sein, eine Verwaltung zu bekommen, die sich nicht an den persönlichen Wünschen jeweiliger politischer Führer orientiert, sondern einesteils an den Rechtsnormen und andernteils am Gemeinwohl. Am besten jenes Gemeinwesens, in deren Dienste eine staatliche Verwaltung steht. Und wo immer das nicht erreicht ist, wo eben also Verwaltungskapazität und qualifiziertes Verwaltungspersonal fehlt, dort hat man eben keinen starken Staat, sondern ein, je nach dem Ausmaß der Defizite, entsprechend schwächeren Staat. Und offenkundig ist, dass der Aufbau von alledem Zeit braucht, das fällt nicht vom Himmel. Und es braucht auch Kulturmuster, welche überhaupt Staatlichkeit wertschätzen. Und an der Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass der Staat keine Naturtatsache ist, sondern ein sehr störanfälliges Produkt von nicht notwendigerweise sich vollziehenden historischen Prozessen. Und wenn Gesellschaften wie die afghanische jahrhundertelang ohne Staat ausgekommen sind, weil eben alternative Formen wie persönliche Herrschaft oder Reichsbildung benutzt worden sind, um ein Mindestmaß an öffentlichen Gütern zu produzieren, dann bringt man dort die entsprechenden Kulturmuster nicht nach Lust und Laune durch politische Erziehung, Re-Education oder sonstige Programme der schnellfertigen Demokratiebildung auf den Weg, sondern erlebt häufiger sein Scheitern als Erfolg beim Aufbau eines funktionstüchtigen Staates. Was eine Lektion ist, welche die westlichen Staaten bislang immer noch nicht so richtig gelernt haben. Zu den schwachen Staaten gehört als weiteres Merkmal, dass sie zu wenig Penetrationskraft in die Gesellschaft hinein haben. Ja, was meint denn das? Ja, es hat irgendwas zu tun mit der Macht örtlicher, intermediärer Autoritäten, aber was genau ist damit gemeint? Staatliche Penetrationskraft erschließt sich in Antwort auf die Frage, was kann eine Staatsführung tun, um sich auch ohne eine starke Verwaltung gegenüber der Gesellschaft durchzusetzen? Denn Verwaltung, wie vorhin beschrieben, das ist ein sehr spätes Kulturprodukt. Und bevor es so eine starke, dem Gemeinwohl dienende Verwaltung gibt, muss der Staat, wenn er denn bestehen will, ja auch irgendwie sich durchsetzen. Was kann er dann tun? Das typische Muster, das wir quer durch die Geschichte vorfinden, ist, dass jene, die über ein bestimmtes Gebiet und seine Bevölkerung Herrschaft beanspruchen, dass sie sich bemühen, die lokalen Eliten, die lokalen Herrschaftsgruppen in den politischen Prozess einzubinden. In Europa heißt das Ganze Ständewesen. Im englischen Kolonialismus hieß es Indirect Rule. Die Beispiele sind die vorhin schon knapp genannten Adlige und Großgrundbesitzer, die dann in den europäischen Ständeversammlungen gemeinsam mit dem jeweiligen Fürsten oder der Krone die öffentlichen Angelegenheiten erörterten und Beschlüsse trafen. Es können Dorfälteste oder deren Räte sein. Es können die Führer ethnischer Gruppen sein. Auf diese Weise versuchte man, Afghanistan und den Irak zu befrieden. Und darauf wird es irgendwann im Fall von Syrien auch hinauslaufen. Das Problem ist nun, dass man sozusagen Gewaltenteilung institutionalisiert, bevor man effektive Herrschaftsmacht hat. Eine schwache Zentralmacht muss sich mit starken gesellschaftlichen Gruppen, mit starken Eliten irgendwie arrangieren, um irgendetwas zu erreichen, sodass die Macht im Gemeinwesen von vornherein aufgesplittert ist. Es gibt noch keine einheitliche Staatsmacht, die man dann durch horizontale Gewaltenteilung, durch vertikale Gewaltenteilung, durch temporale Gewaltenteilung, durch konstitutionelle Gewaltenteilung aufspalten und in ein System von wechselseitigen Kontrollen und Hemmungen überführen könnte. Es gibt nur unterschiedliche Machtträger und Vetogruppen. Im Spät-
In der Spätantike, im Frühmittelalter bis hin ins Hochmittelalter versuchten die Könige, dieses Problem dadurch zu lösen, dass sie als Reisekönige durch das Land zogen. So machten es die Merowinger, so machten es viele Karolinger, so machten es die deutschen Könige, die keine zentrale Hauptstadt kannten, sondern von Hoftag zu Hoftag sich quer durch das ganze Land bewegten und überall versuchten, die lokalen Eliten an sich zu binden mit persönlicher Loyalität und ab und zu mit Waffengewalt. Das heißt, Macht ist von vornherein so aufgesplittert, dass die Zentralgewalt im Konfliktfall gar keine so großen Chancen hat, sich durchzusetzen. Wenn dann gleichwohl versucht wird, aus vielen divergierenden ethnischen Interessen, religiösen Interessen, Adelsinteressen ein Gemeinwesen zu stiften, das nach gemeinsamen Regeln funktioniert, dann verlangt das nach ganz mühsamen Versuchen der Zentralregierung, die oft dann auch erfolglos sind, diese ursprüngliche Machtteilung mit den Realmächtigern zu ihren Gunsten abzuschaffen. So entsteht tatsächlich der moderne Staat. Die preußischen Könige brechen nach und nach die Macht des landsässigen preußischen Adels und führen ihn über in einen Dienstadel, der sein Ethos darin findet, der Krone zu dienen, und sei es auch für schlechtes Gehalt. Die französischen Könige oder besser die großen Kardinäle setzen die Macht der französischen Krone gegen die Regionalfürsten durch, bis am Schluss ein jeder, der etwas an politischem Einfluss gewinnen will, am Hof in Versailles sein muss und folglich jederzeit der Kontrolle des Königs unterworfen ist. Das sind alles mühsame, langwierige Prozesse, die dann auch nur zu durchaus schwankenden Problemlösungen führen. Die typische Folge bei diesen schwierigen Versuchen, die Macht wieder zu zentralisieren, überhaupt eine einheitliche Staatsgewalt herzustellen, die typischen Folgen sind eine sich verdichtende staatliche Repression gegen regionale Machthaber und deren Unterstützer. So kämpfen, ich erwähnte schon, die französischen Könige und die großen Kardinäle Richelieu und Mazarin gegen den Adel. So versuchten die westlichen Besatzungsmächte, und so versucht der jetzige afghanische Staatspräsident mit westlicher Unterstützung, sich gegen seine Teilfürsten, die Stammesführer der verschiedenen afghanischen Völkerschaften, durchzusetzen. Und wenn das nicht gelingt, wenn keiner nachgibt, dann hat man eben die Situation des Bürgerkrieges, die nicht ohne Grund eine sehr typische Situation ist für Gebiete, die nicht vollständig ohne zentrale Herrschaftsansprüche sind, wo aber diese zentralen Herrschaftsansprüche an viele Teilmächte stoßen und von daher begrenzt werden. Die typische Folge Nummer zwei ist, dass dann ganze Herrschaftsverbünde, die einmal da waren, auseinanderfallen. Mit Einmischung von Nachbarstaaten, dass einfach die Regierung angegriffen wird und dann zerfällt das Reich, so wie es dem Persischen Reich geschah, nachdem Alexander der Große seine Eroberungszüge gestartet hatte. Oder sie fallen von innen her auseinander, weil sich die einzelnen regionalen Mächte nicht mehr die Oberherrschaft eines Oberpotentaten gefallen lassen. So geschah es mit dem arabischen Kalifat in Cordoba. Nach 100 Jahren war sozusagen der ganze Prunk von Cordoba und der neu errichteten Residenz in der Nähe von Cordoba vorbei. Es zerfällt das arabische Kalifat in lauter Teilfürstentümer, die dann naturgemäß von den spanischen Königen Schritt für Schritt relativ leicht erobert werden konnten. Im faktischen Ausnahmefall, der eben selten ist, kommt es tatsächlich zur Durchsetzung einer effektiven Zentralmacht. In Deutschland erst 1871 oder mit dem Vorläufer des Norddeutschen Bundes 1866, nachdem Preußen den Rivalen Österreich aus Deutschland verdrängt hatte und dann im Krieg gegen Frankreich sozusagen den Rest von Deutschland noch in die Gefolgschaft von Preußen gezwungen hatte, freilich nicht ohne die Wünsche der Deutschen nach einem Nationalstaat zu verletzen, denn genau das wollten sie ja. Im Ausnahmefall kommt es zur Durchsetzung einer effektiven Zentralmacht und idealerweise sogar noch zum Aufbau und zum Ausbau eines Systems mit ausgewogener Gewaltenteilung, sodass dann Verfassungsstaatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit entstehen. Ja, idealerweise
kann man dann auch noch Demokratie installieren. Das ist sehr, sehr selten. Und wir sollten uns wahrscheinlich keine Illusionen darüber machen, wie leicht man so einen Zustand, den viele für eine Naturtatsache nehmen, herbeiführen kann. Die historische Erfahrung spricht dafür, dass für die Herstellung eines Staates mit starker, aber gewaltenteilig gebändigter und idealerweise auch noch demokratisch an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten rückgebundener Staatlichkeit, dass die Herbeiführung eines solchen Zustandes nur dann gelingt, wenn das Staatsgebiet nicht allzu groß ist und wenn die gesellschaftliche Heterogenität nicht allzu groß ist. Nicht die ethnische, nicht die kulturelle, nicht die sprachliche. Was alles die Frage aufwirft, wie es denn mit stabiler Staatlichkeit in einer Welt aussähe, die man nach dem Grundsatz, es soll keine Grenzen mehr geben und keine Staatsvölker mehr geben, auszugestalten versucht. Alle einschlägigen Probleme sind derzeit wunderbar zu besichtigen und werden Sie noch viele Jahre Ihres Lebens als erquickliche Analysegegenstand begleiten. Zwei Fragen, bitte. Ich hätte eine Frage zum Staatsgebiet. Ihrer Aussage würden jetzt die USA, Russland, China und Indien zum Beispiel widersprechen. Und auch Australien, weil es sind ja doch sehr große Staatsgebiete. Naja, man muss auf die historischen Prozesse achten. Die USA fangen an als ein Verband von 13 Kolonien. Im Hinterland regierten noch die Franzosen, denen kauft man das Land ab. Dann dehnt man die Grenze immer weiter aus. Die originären Völkerschaften, die dort leben, die sterben entweder an von den Europäern eingeschleppten Seuchen oder sie werden drogenabhängig und sie werden in der Regel ganz brutal in klitzekleine Reservationen hineingezwungen. Auf diese Weise entsteht dieses riesige Land, und für Kanada könnte man Ähnliches beschreiben, schrittweise. Was Russland betrifft, ist es einfach ein Kolonialstaat ohne Überseekolonien, sondern mit Kolonien, zu denen es Landbrücken hineingibt. Es entsteht durch Kolonisierung. Und genauso wird dieser Staatsverband bis heute zusammengehalten. Was Australien betrifft, ist es so, dass als im späten 19. Jahrhundert englische Schiffe kommen, um Sträflinge dort zu landen, da stehen Einheimische in Brisbane an der Küste und versuchen die Europäer mit ihren Wurfgeschossen und Speeren aufzuhalten, was gegen westliche Kanonen natürlich nichts bewerkstelligte. Man konnte die Bevölkerung leicht unterdrücken. Und die Tasmanier, um nach Neuseeland zu blicken, die sind ohnehin ausgerottet worden von den Europäern. Auf die Weise kann man schon große Staaten errichten. Was Indien betrifft, ist die Sache wiederum komplexer. Man könnte zurückgehen auf das Mogulreich im Norden, man könnte auf die englische Kolonialmacht mit ihren Bündnissen mit einzelnen Teilfürstentümern zurückgehen und darauf, dass die vereinheitlichende Kraft britischer Regierungsweise dann aus vereinzelten Teilfürstentümern am Schluss einen bis heute ziemlich gut funktionierenden, sogar demokratischen Staat geschaffen hat. Blickt man also auf die historischen Prozesse, merkt man, es sind in der Regel kleine Anfänge oder es ist die Übermacht derer, die einen Staat gründen, oder es ist ein einigendes Band, das abzustreifen, die früheren Teilgesellschaften keine guten Gründe finden. Infolgedessen widerspricht die von Ihnen völlig korrekte Beobachtung nicht dem, was hier steht. Zu den Merkmalen schwacher Staaten gehört ferner ein Überwiegen von informeller Politik. Ja, was ist denn das, informelle Politik? Wobei das Zentrum des politischen Prozesses außerhalb der Institutionen, also formeller, rechtlich geregelter Zuständigkeiten liegt. Schauen wir uns auch das näher an. Informelle Politik ereignet sich dann, wenn es an strukturellen Möglichkeiten oder an infrastrukturellen Möglichkeiten wie Verkehrssystemen, Kommunikationssystemen und so weiter zur Implementation von Politik fehlt. Denn dann wird Politik das, was menschliches Zusammenleben immer ist, das Zusammenwirken von Personen, Kraft persönlicher Durchsetzungsfähigkeit, persönlicher Autorität. Informelle Politik meint, dass an die Stelle von eingehaltenen Spielregeln Beziehungsgeflechte zwischen konkreten Personen treten, die dann entweder die Regeln so auslegen, wie sie es brauchen,
oder sich verabreden, wie man die Regeln zwar nicht bricht, aber innerhalb der Regeln doch genau das tut, was man will, oder die sich dann einigen, die Regeln einfach nicht zu beachten. Und Achtung, das ist genau der natürliche Weg, Politik zu machen. Das merken Sie dann, wenn Sie sich klar machen, was denn politische Begabung schon in der Alltagssprache heißt. Politisch begabt nennt man jemanden, der es versteht, andere Menschen für sich einzunehmen und Netzwerke so aufzubauen, dass er sich am Schluss durchsetzt und seinen Gegner nicht. Das ist politische Begabung. Und sie ist umso wichtiger, wenn man nicht im Schutz von Ämtern entlang der Zuständigkeiten und Rechte, die mit Ämtern verbunden sind, agieren kann. Wo es aber keinen festen Staat gibt, gibt es auch keine Ämter, die einem Autorität verleihen. Man ist zurückgeworfen auf das, was man persönlich kann und zu bewerkstelligen vermag. Die Folgen von informeller Politik, die müssen wir nur näher beobachten. Im Kern geht es dann um die Fähigkeit politischer Führer, persönliche Allianzen zu schmieden und zu erhalten. Das ist von gut funktionierenden Staaten auch nicht so weit entfernt. Schauen Sie an, was sich hinter demjenigen französischen Politiker getan hat, der jetzt in der Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl gelangt ist. Ist er Mitglied einer traditionellen Partei? Nein. Hat er sich in einer Partei mit Autorität eines Amtes versehen? Nein. Wie ist er so plötzlich groß geworden, der gute Macron? Er schafft es, andere Menschen für sich einzunehmen, zu begeistern, Allianzen zu schmieden. Und das hat ihn dann in die Endrunde der Präsidentschaft hineingetragen. Innerhalb eines gut funktionierenden Institutionengefüges ist das ein persönliches Zubrot, wenn man erfolgreicher Politiker werden will. Wenn es aber keine festen Institutionen außenrum gibt, dann zerfällt die Staatsgewalt in konkurrierende Blöcke unter Führern, die um die Vorteile, die wirtschaftlichen, die politischen Vorteile des Innehabens staatlicher Stellen kämpfen. Es wird Politik zu einem Kampf von Beutegemeinschaften. Wir wollen den Unseren ins Amt bringen, denn dann gibt er uns diese und jene Ämter. Noch einmal, auch in gut etablierten Staaten kommt so etwas vor. Blicken Sie auf die Vereinigten Staaten, wo jemand, der amerikanischer Präsident werden will, auch wenn er davor nur Immobilienunternehmer gewesen ist, wo er es schafft, Leuten zu sagen, wenn ihr euch hinter mich stellt, werde ich euch anschließend mit diesen und jenen Stellen versorgen, aus denen heraus ihr für eure Unternehmen dies und jenes Gute bewirken könnt. So besetzte Donald Trump den größten Teil seines Kabinetts. Und so gewann er jede Menge an Unterstützung in einem Wahlkampf, bei dem ihm kaum einer den Sieg zugetraut hätte. Es wird, und umso mehr, je weniger feste Institutionen da sind, es wird innerstaatliche Politik dann eben zu einem Machtkampf von Beutegemeinschaften. Wenn das nur entlang der Grenzen politischer Parteien ist, dann geht das ja noch, weil das entspricht dann auch den Leitgedanken von praktiziertem Pluralismus. Typischerweise vollzieht sich das aber entlang der Grenzen von Clans, Stammesgruppen wie in Afghanistan, von Klientelgruppen, von unterschiedlich mächtigen wie in vielen südamerikanischen Diktaturen, von ethnischen Gruppen, von Klassen oder von Religionen. Politik wird zu einem Machtkampf von politischen Alpha-Tieren und deren Gefolgschaften, die auf reiche Beute hoffen und sich immer wieder gegen die Führer kehren, wenn die reiche Beute nicht eingebracht wird. Bitte. Eine Frage, würden Sie mehr oder weniger schon mit Abstimmung oder völlig zustimmend sagen, dass so eine Art Machtkampf im Moment in der EU stattfindet? Die Frage war, ob in der Europäischen Union ein Machtkampf stattfindet. Ja, es findet ein Ringen um Macht statt. Es ist aber ein Ringen einesteils innerhalb etablierter institutioneller Strukturen, die auch nicht in Frage gestellt werden, und andernteils ein Ringen von Leuten mit unterschiedlichen politischen Fähigkeiten und unterschiedlicher politischer Unterstützung. Deutsche Regierungschefs haben in der Regel den Vorzug, auf der größten Kasse zu sitzen. Andere Regierungschefs haben den Vorzug, mit dem Austritt aus der Europäischen Union drohen zu können, was Deutschland schlecht kann. Und das muss man einfach weiter beobachten.
Das Wesentliche und besonders Fatale am Überhandnehmen informeller Politik ist, dass dann die Beziehungen zwischen einer Gesellschaft und ihrem Staat, also ihrem sie verfestigenden Institutionensystem, dass diese Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft fluide werden, persönlich werden. Und das macht es dann den Führern von sozialen Bewegungen leicht, sich in die Zuständigkeiten staatlicher Institutionen einzumischen, ja diese sogar zu dominieren. In Südamerika war lange Zeit ein amerikanisches Unternehmen namens United Fruit Company von extremer politischer Bedeutung. Und transnationale Konzerne sind in der Regel machtmäßig den allermeisten Staaten der Erde überlegen. Sie können Regierungen mit ihren Günstlingen oder mit ihren Schecks gut beeinflussen. Dann kann die Verfassung und die Gesetzeslage eines Landes sagen, was dort gesagt werden will. Im Zweifelsfall dominiert der private Einfluss eines Wirtschaftsunternehmens, weil eben Politik informell geworden ist und Absprachen bei Empfängern oder Abendessen eine größere Rolle haben als das, was man in Parlamentsausschüssen oder in Ministerien verhandelt. Und natürlich ist derlei, ich sagte es vorhin schon, im Rahmen der Europäischen Union, überhaupt im Rahmen der internationalen Politik, genauso zu beobachten, denn überall dort, wo Institutionen erst am Werden sind, wie auf internationaler Ebene, oder wo Institutionen noch längst nicht ihr Ausbaustadium erreicht haben, wie auf europäischer Ebene, dort ist einfach der persönliche Faktor das Wesentliche, auch wenn es nicht bei ihm um persönliche Herrschaft geht, aber eben um jenes politische Talent, das einen guten Politiker von einem unterscheidet, der sich lediglich auf die Weisungsbefugnisse eines Amtes verlassen muss. Schwache Staaten haben aber noch mehr Merkmale, außer dass persönliche Bindungen und persönliche Herrschaft wichtig werden, dass es kaum begrenzte Machtkämpfe von Machthabern gibt, also wenige Grenzen für die Wahl von Handlungen und von Strategien, dass es nicht mehr gelingt, Machtkämpfe zu kanalisieren anhand der Grenzen von Parteien, Familien, Clans und so weiter, sondern dass diese Machtkämpfe Eigendynamik entwickeln, dass man sie nicht mehr in den Griff bekommt, weil das, wie rudimentär auch immer schon vorhandene staatliche Institutionensystem nicht mehr in der Lage ist, sie zu absorbieren. Also gesellschaftliche Konflikte in Konflikte zwischen politischen Parteien zu übersetzen. Das ist gerade die große Leistung von repräsentativer Demokratie. Konflikte, die in der Gesellschaft da sind, zu übersetzen in Konflikte zwischen politischen Parteien, über die man am Wahltag oder bei demoskopischen Erhebungen abstimmen und dadurch politische Wirkung entfalten kann. Dort, wo es solche Institutionen nicht gibt, dort entwickeln alle Konflikte Eigendynamik und vernetzen sich leicht miteinander. Unter solchen Umständen können soziale Bewegungen institutionelle Schranken leicht überwinden und großen Einfluss nehmen auf das Funktionieren von innerstaatlicher Politik, auf ihren Entwicklungsgang. Und das bringt uns dazu, überhaupt einmal auf die Rolle von sozialen Bewegungen zu blicken. Jetzt nicht soziale Bewegungen in stabilen demokratischen Verfassungsstaaten, wo sie ja zur Praxis von Pluralismus gehören. Die ganzen großen Verbände, die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen und was es sonst noch gibt. Wir schauen jetzt auf die Bedingungen schwacher Staatlichkeit. Unter den Bedingungen eines nie so richtig entfalteten Staates oder eines Staates, der in den Druck von Revolution oder Krisen gekommen ist, werden dann die staatlichen Strukturen hineingezogen in den Strudel der Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Das ist ganz typisch für Revolutionen. Plötzlich ist der Staat nicht mehr Schiedsrichter zwischen Leuten mit unterschiedlichen Machtansprüchen, sondern die einen schaffen es, die wichtigen staatlichen Organe zu erobern, insbesondere die Innenministerien, die Medienministerien, die dann den Zugang zu den Wissensbeständen der Leute und über den Polizeiapparat zur Physis der Untergebenen ermöglichen.
Sie werden also nicht mehr Schiedsrichter, sondern werden funktionalisiert im Streit zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Das kann sich vollziehen entlang von Cleavage Structures, über die wir dann auch noch ein wenig reden müssen. Cleavage Strukturen, überhaupt Cleavages, das ist ein zentraler Begriff aus der Wahlforschung, den Lipset und Rockan im Wesentlichen eingeführt haben. Cleavage meint eine verfestigte, Jahrzehnte bis Jahrhunderte alte Konfliktlinie, die eine Gesellschaft durchzieht, wo sich immer wieder neue politische Streit entzündet. Die These von Lipset und Rockan war, und es ist wahrscheinlich richtig, dass sich die Parteiensysteme, die wir in den westlichen Staaten haben, anhand bestimmter Konfliktlinien entwickelten, die im 19. Jahrhundert virulent wurden und freilich auf die Entstehung des modernen Staates selbst zurückgehen. Die Konfliktlinie Kapital gegen Arbeit, in der Regel gleichzusetzen mit der Konfliktlinie zwischen links und rechts, als eine Folge der Industrialisierung. Die Konfliktlinie Staat gegen Kirche oder Religion, die sich mit der Französischen Revolution als Folge von Säkularisierung und Laizismus auftat. Die Frontlinie Stadt gegen Land, in technischer Sprache primärer wirtschaftlicher Sektor, Land- und Forstwirtschaft, gegen zunächst den sekundären Sektor, das produzierende Gewerbe und später das Dienstleistungsgewerbe und später das, was man die Wissensgesellschaft und ihre Trägergruppen nennt. Den Cleavage Zentrum gegen Peripherie, dort ist das Zentrum wie Paris als große Hauptstadt, die alles an sich saugt und dort ist sozusagen die Provinz, wo nur der bleibt, der eh nichts werden will oder werden kann und nichts werden wird. Zentren entstehen erst gemeinsam mit Nationalstaaten, mit Hauptstädten, in denen sich auch gemäß den Wünschen der regierten Bevölkerung verdichtet, was die eigene politische Gemeinschaft ausmacht, am deutlichsten in Paris zu besehen, die sich im 19. Jahrhundert als die Hauptstadt aller zivilisierten Menschen und folglich in erster Linie der Franzosen verstand. Sodass die bisherigen regionalen Entscheidungszentren und Entscheidungsinstanzen überschichtet werden durch neue. Im deutschen Fall, Berlin hat im Kaiserreich angefangen, ehedem ganz wichtige politische Zentren wie Dresden oder München oder Heidelberg oder Stuttgart zu überschichten. In Deutschland hat es sich so ergeben, dass Berlin heutzutage zwar immer noch sexy, aber doch auch relativ arm ist und uns nicht mehr dominiert. In Frankreich hat es zur Verödung großer Bereiche der Provinz geführt. Der nächste Cleavage ist der von Materialismus gegen Postmaterialismus, was eine Folge des Wertwandels der westlichen Industriegesellschaften während der 1970er Jahre gewesen ist. Ein Wandel weg von Werten wie Pflichterfüllung, Akzeptanz bestehender Zustände, Auskommen mit ihnen, das Beste machen aus dem, was da ist, bis hin zu Sekundärtugenden wie Fleiß, Beharrlichkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, hin zu Werten wie Selbstverwirklichung, Coolness, Genuss im Leben. Wo dann natürlich eine Gesellschaft und ihr vorgelagerte Wirtschaft relativ anders funktioniert, wobei der Leitgedanke immer der war, dass die postmateriellen Werte die überlegenen sind. Freilich braucht es dann schon die ökonomische Basis, die durch das Befolgen materialistischer Wertmuster geschaffen wird. Und dann als neuen Cleavage, Marktliberalismus, Neoliberalismus auch genannt, gegen Staatsinterventionismus, gegen eine starke Rolle des Staates bei der Ausgestaltung von Wirtschaft, auch zur Protektion nationaler Wirtschaften führend, was einesteils die Folge von postkommunistischer Systemtransformation war, nämlich die Vorstellung, dass nach dem Ende des Sozialismus sich jede Alternative zum westlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell erledigt habe, was in einem berühmten Essay-Titel zur Formel vom Ende der Geschichte führte. Ein Cleavage, der dann eben im aufblühenden, auch von der Weltbank und dem IWF geförderten Washingtoner Konsens zur Globalisierung führte mit der Hoffnung, dass wenn es keine nationalen Grenzen mehr gibt, dass es dann zu einer perfekten Allokation knapper Güter kommt, zum Ausgleich komparativer Produktionskosten an unterschiedlichen Standorten, sodass man dann irgendwann merkte, ja Moment, mit einer völlig globalisierten Wirtschaft geht nicht nur die staatliche Steuerungsfähigkeit zugrunde, sondern es gehen überhaupt
regionale Wirtschaftssysteme zugrunde. Und am Schluss fragt man sich, wofür man überhaupt noch Demokratie veranstaltet, wenn ohnehin über internationale Konzerne in die Nationalstaaten hinein nach Lust und Laune hineinregiert und die ökonomische Basis der Gesellschaft so verwandelt werden kann, dass faktisch kein Staat mehr zu machen ist. Sodass wir im Moment einen großen Cleavage haben zwischen jenen, die weiterhin auf freie Märkte setzen, und jenen, die sagen, nein, der Staat muss in seine schützende Rolle zurückkehren. Wobei die schützende Rolle, wenn sie Protektionismus genannt wird, nicht mehr ganz so gut klingt, aber genau das ist, was viele vom Staat sich erwarten. Ich blättere Ihnen das deswegen auf, weil die Frage so wichtig ist, die im roten Kasten steht. Was geschieht denn in einem Staat, wenn sein Institutionensystem zu instabil ist, zu legitimationsschwach ist, um all diese Konflikte, Kapital gegen Arbeit, Staat gegen Religion, Stadt gegen Land und so weiter, um all diese Konflikte als ganz normale Konflikte zwischen politischen Parteien auszutragen, die man im Wahlkampf thematisieren kann und dann wird entschieden. Was geschieht mit Gesellschaften, deren Parteiensysteme die relevanten gesellschaftlichen Konflikte nicht mehr abbilden? Dann verlieren die etablierten Parteien an Zuspruch. Und um nicht länger abgebildete politische Konflikte herum entstehen neue Parteien oder neue Bewegungen mit neuen Führern. Das nennt man dann Populismus. Und darum haben Cleavage-Strukturen und die Fähigkeit, gesellschaftliche Konflikte so zu kanalisieren, dass man sie innerhalb eines demokratischen Institutionensystems bearbeiten und lösen kann, unglaublich viel miteinander zu tun. Wo die Cleavages in Europa herkommen, ist gut untersucht worden. Ich verweise nur auf diese Folie, will sie aber nicht im Einzelnen darstellen. Vieles erschließt sich von alleine, dass nämlich Reformation und Gegenreformation insbesondere in Deutschland viel mit der Durchsetzung von staatlicher Zentralmacht zu tun hatten, dass es im Grunde um fürstliche Libertät, wie der Schlachtruf insbesondere der protestantischen Fürsten hieß, gegen spanische Servitut, das heißt gegen die Ansprüche des deutschen Kaisers, der zugleich König des ressourcenstarken Spaniens gewesen ist, dass es da um das sich Bewahren fürstlicher Regionalgewalt gegen eine das Reich zentralisieren wollende Zentralgewalt ging. Das weiß jeder, der historisch beschlagen ist, ohnehin, dass der Konflikt Staat gegen Kirche ganz wesentlich mit der Französischen Revolution zu tun hat, dass die industrielle Revolution ganz wesentlich mit der Entstehung des Konflikts zwischen Bourgeoisie und Proletariat zu tun hat. All das ist eigentlich wohl bekannt und sei hier nur als historischer Hintergrund kurz benannt. In der Wirklichkeit, wie sie ist, sind manche Staaten mit einem einzigen starken Cleavage geschlagen oder von ihm in eine relativ leichte Steuerbarkeit gebracht. Wenn es einen klaren Cleavage zwischen links und rechts, zwischen oben und unten gibt, also links und rechts und oben und unten gleichbedeutend in Großbritannien oder nur links und rechts wie in Schweden und Tschechien, dann kann man das im Parteiensystem wesentlich leichter abbilden, als wenn sie gleich zwei wichtige Cleavages haben. Es geht noch, wenn diese Cleavages sich wechselseitig verstärken, wie Stadt-Land-Cleavage und Links-Rechts-Cleavage in Norwegen. Schwieriger wird es, wenn die Cleavages einander überkreuzen, sodass es keine klaren Fronten mehr gibt, was auf Neuhochdeutsch Cross-Cutting-Cleavages heißt. Also wenn sich links und rechts, der Links- und Links-gegen-Rechts-Cleavage mit dem Staat gegen Religion Cleavage verbindet, wie in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und manchen anderen Staaten, dann wird es schwierig, das im Parteiensystem abzubilden. Und wenn Sie dann gar noch multidimensionale Konfliktstrukturen haben, dann kann das schwierig werden, wenn die Konflikte heftig sind, wenn Spanien, Belgien, lange Zeit in Nordirland. Es kann leicht sein, wenn die Cleavages sich abmildern, denn dann gibt es wieder einen offenen Diskursraum, indem man mit politischen Prioritäten sozusagen Neuorientierung, Ordnung schaffen kann. Das führt uns aber eben erneut auf die Frage, was denn wohl geschieht, wenn das Institutionensystem zu instabil bzw. zu legitimationsschwach geworden ist oder immer schon instabil und legitimationsschwach war und diese Konflikte nicht mehr durch allgemein verbindliche Regelungen und Entscheidungen bändigen kann.
In Krisenzeiten mit schwachen Institutionen oder Institutionen, die nicht mehr richtig funktionieren, werden genau diese gesellschaftlichen Konflikte und werden die Trägergruppen dieser gesellschaftlichen Konflikte besonders wichtig. Und dann kann es sein, ich sagte es schon, dass die politische Klasse nicht länger in der Lage ist, solche Konflikte auszutragen oder wenigstens zu moderieren. Was geschieht dann? Naja, der Staat dankt in gewisser Weise ab. Blicken Sie nur auf zwei historische Beispiele aus der deutschen Geschichte. Am Ende des Kaiserreiches war die Legitimität der deutschen Fürsten aufgebraucht. Die Throne stürzten innerhalb von Wochen und keiner schien etwas zu vermissen, weil es keine Könige, Kaiser, Großherzöge und so weiter mehr gab. Wer sorgte denn in dieser Lage dafür, dass das staatliche Leben nicht in Anarchie mündete? Im Zug der deutschen Revolution entstanden in allen deutschen größeren Städten und in kleinen freilich auch Arbeiter- und Soldatenräte. Die Arbeiter- und Soldatenräte, also die Inhaber der tatsächlichen Macht. Soldaten, weil sie die Waffen hatten, die Arbeiter, ja, weil ohne sie die Betriebe nicht liefen. Diese Arbeiter- und Soldatenräte, die tatsächlich die Macht innehatten, sorgten dafür, dass während der Wirren der Revolutionszeit, bis die neue Verfassung ausgearbeitet war und sich die neue Regierung auch mühsam genug durchgesetzt hatte, sorgten für den Weiterbestand von halbwegs gegebener öffentlicher Ordnung mit Revolutionen in München, mit Putschen in Berlin und so weiter. Aber die Macht wanderte vom Staat in gesellschaftliche Gruppen, die sich mit Anspruch auf politische Gestaltungstätigkeit zeitweise stabilisierten. Und wenn Sie auf das Ende der DDR blickten, als die SED ihre Autorität verloren hatte, als man im Dezember 1989 den Artikel 1 aus der Verfassung strich, wonach die Deutsche Demokratische Republik die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei ist, denn das war der Wortlaut des Artikels 1 der DDR-Verfassung, da lag die Macht sozusagen auf der Straße. Die NVA traute sich nicht mehr einzugreifen, die Betriebskampfgruppen ohnehin nicht. Wie wurde da für Ordnung gesorgt? Überall bildeten sich runde Tische. Ein zentraler runder Tisch in Ost-Berlin, in allen größeren DDR-Städten und in den kleineren auch bildeten sich runde Tische, wo zivilgesellschaftlich verantwortliche, halbwegs angesehene, die Machtträger einschließende Personen zusammenkamen, um für eine Übergangszeit Politik zu organisieren. Die Macht geht dann vom staatlichen Bereich in soziale Trägerschichten, hier und jetzt benötigter Macht über, oder sie tut das nicht. Dann entstehen Anarchie und Bürgerkrieg. Es kann sogar den am besten für die Konfliktaustragung geeigneten Institutionen die Macht entgleiten, wie der Volkskammer der DDR, um noch kurz bei diesem Beispiel zu bleiben. Eigentlich fing noch die sozialistische Volkskammer im Dezember 1989 an, wie ein normales Parlament zu funktionieren. Sie hatte aber keine Autorität mehr in die Gesellschaft hinein, weswegen Freiraum für die runden Tische entstand. Ein Freiraum, den runden Tischen dann die frei gewählte Volkskammer im März 1990 wieder nahm, um die Revolution in deutscher Gründlichkeit und Perfektion ordnungsgemäß in die Wiedervereinigung Deutschlands zu überführen. Was ist die Folge all dessen? Wenn die staatlichen Institutionen nicht mehr Autorität haben und gesellschaftliche Gruppen und ihre Ad-hoc-Institutionalisierung wichtig werden, ja, staatliche Amtsträger müssen sich dann einlassen auf ein wechselseitiges Geben und Nehmen mit realen Machtträgern, mit regionalen politischen Führern, ethnischen, religiösen Führern. Schauen Sie, was in Polen geschah zum Ende der kommunistischen Zeit. Da wird eine Revolution ausgehandelt zwischen der Gewerkschaft Solidarność und den diskreditierten kommunistischen Politikern. So etwas finden Sie am Ende so mancher Revolution oder am Beginn so mancher Revolution. Wie es dann ausgeht, hängt vom Führungsgeschick der Anführer aus.
Es treten dann eben an die Stelle von generalisierten Beziehungen zwischen Regierenden und Regierten, wo man sich auf Amtsautorität und Amtsmacht stützen kann, treten personalisierte Beziehungen zwischen Patronen, wie dem Chef von Solidarność, Wałęsa, und Klienten, wie dem polnischen Volk oder polnischen Bischöfen und der katholischen polnischen Bevölkerung. Es personalisiert sich wieder Politik. Es entsteht das, was wir sehr vereinfacht in der ersten Stunde genannt haben, persönliche Herrschaft. Die kann nach einer Revolution fortbestehen bleiben und sich zur Diktatur wandeln, wie so oft in Afrika. Sie kann aber auch sich in ein ganz normales, stabiles politisches System mit Gewaltenteilung entwickeln. Wichtig dafür, wie es weitergeht, sind jene kritischen Situationen, in denen es so oder eben anders weitergehen kann. Es gibt ja keinen vorbestimmten Lauf der Geschichte. Es hat auch kein politisches System einen notwendigen Ablauf seines Werdens. Es gibt kein Skript der Geschichte, das der liebe Gott oder sonst jemand gemacht hätte. Es wirken immer Zufall und Pfadabhängigkeit miteinander zusammen. Und was Pfadabhängigkeit ist, das verdeutlicht am besten wieder das Fußballspiel. Angenommen, Sie müssen ein Fußballspiel unbedingt gewinnen, um weiterzukommen ins Halbfinale. Da macht es schon einen Unterschied, ob Ihre Mannschaft nach 5 Minuten das erste Tor schießt oder die gegnerische Mannschaft. Schießt die gegnerische Mannschaft das Tor und Sie müssen gewinnen, können Sie zwar immer noch sagen, ja, wir haben doch noch 85 Minuten Zeit, um das Spiel zu drehen. Es hat das Spiel aber eine ganz andere Dynamik, als wenn Sie nach 5 Minuten in Führung gegangen wären und dann 85 Minuten Zeit hätten, den Vorsprung auszubauen oder zumindest zu halten. Das ist Pfadabhängigkeit. Das hängt von persönlichen Umständen, persönlichen Fähigkeiten, dem Erkennen von Gelegenheiten, dem Ausnutzen von Gelegenheiten ab. Und da unterscheiden sich dann im Menschen ihre politischen Fähigkeit. Es ist sozusagen der Reiz gut etablierter politischer Systeme, den persönlichen Faktor zu minimieren. Ein Staat, brutal formuliert, funktioniert dann gut, wenn auch ein Halbtrottel Minister oder Ministerpräsident sein kann, ohne dass das Gemeinwesen Schaden nimmt. Das ist der Leitgedanke von öffentlicher Kontrolle. Ein Staat funktioniert schlecht, wenn es vor allem auf individuelle Fähigkeiten seiner Amtsträger ankommt. Den Unterschied macht das aus, was man nennen kann, die in Institutionen geronnene Intelligenz. Ein Staat ist stark, wenn er intelligente Institutionen hat, die auch unsachgemäße Behandlung durch unfähige Politiker verkraften. Wo es aber nur schwache Institutionen gibt, da kann selbst ein halbwegs tüchtiger, aber nicht wirklich guter Politiker unglaublich viel Schaden anrichten. Es gibt aber noch mehr über die Merkmale schwacher Staaten zu sagen, außer dass auch noch die Schrankenlosigkeit des politischen Prozesses Gewalt und Staatsstreiche zu gewöhnlichen politischen Mitteln macht, was dann zur Folge hat, dass jene, die über die Machtmittel verfügen, Polizei und Militär insbesondere, sehr leicht sich daran machen, ihrerseits die Staatsmacht zu übernehmen, sodass ein Staat dann vom Militärputsch zum Militärputsch eilt. All das ist in der Gegenwart schön zu besichtigen. Schauen wir noch auf weitere Merkmale schwacher Staaten. Warum sind sie schwach? Nun, sie können schwach sein, weil sie eine schwierige geografische Situation haben. Der Staat Pakistan war nach der Unabhängigkeit Indiens geteilt in Westpakistan, das heutige Pakistan, und in Ostpakistan. Und brach auseinander, weil sich diese gigantische Distanz nicht durch normales Regieren überwinden ließ. Die wirtschaftliche Grundsituation kann schlecht sein. Ein Staat lebt von einem einzigen Produkt, etwa Erdöl oder Kokosbutter. Und die Weltmarktpreise verfallen. Sofort zerfällt die wirtschaftliche Grundlage des Staates. Ein Staat kann schwach sein,
weil es große interne Spannungen gibt, ethnische Konflikte, religiöse, sprachliche, kulturelle, soziale Konflikte und oder weil noch dazu ein System der Kleptokratie kommt. Wer Macht hat, bereichert sich. Wer ein Amt hat, denkt nicht an das Gemeinwesen, sondern wie er Profit aus dem Amt ziehen kann. Was eben, wie die letzte Folie aus der letzten Stunde gezeigt hat, ein sehr weit verbreiteter Zustand ist. Die üblichen äußeren Anzeichen dafür, dass ein Staat schwach ist, also Kriterien, an denen man erkennt, ob ein schwacher Staat vorliegt und wie schwach der Staat ist, die üblichen äußeren Anzeichen sind die folgenden. Der Staat hat reduzierte Fähigkeiten oder sich offenkundig verringernde Fähigkeiten, politische Güter in ausreichendem Umfang herzustellen. Meistens fängt es an mit der sozialen Gerechtigkeit. Wenn die Ungerechtigkeiten zunehmen, ist es immer ein Zeichen dafür, dass ein Staat nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu steuern oder nicht mehr vernünftig steuern will, was dann leicht in eine prärevolutionäre Situation hineinführt. Wenn die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wenn No-Go-Areas entstehen, wenn die Bürger sich beklagen, der Staat ließe sie im Stich, bezahle nicht genügend Polizeibeamten, verfolge mancherlei Verbrechen gar nicht, ja, dann werden sie anfangen, dem Staat zu kündigen. Steuerhinterziehung, das Wählen von Protestparteien wird dann zur üblichen Folge werden und sie merken, das fängt schon in gut etablierten westlichen Staaten an. Das nächste Anzeichen ist die Vernachlässigung der Infrastruktur. Die Brücken werden mehr und mehr gesperrt, die Straßen sind Holperpisten, das Bildungssystem verfällt, nicht deswegen, weil keine Bildungsziele ambitionierter Art mehr gestellt werden, sondern weil die Räumlichkeiten irgendwann versifft sind und man eigentlich nicht mehr gerne hingeht in die Schule, das Rechtssystem verlottert. Man kriegt nicht mehr ein Urteil in absehbarer Zeit. Es macht gar keinen Sinn mehr, etwas anzuzeigen, weil aus der Anzeige eh nichts wird. Oder die Richter sind bestechlich. Es sinkt das Bruttosozialprodukt. Also der Staat sorgt für eine Lage, in der die Wirtschaft so wenig oder immer weniger erwirtschaftet, bis er am Schluss seine Aufgaben gar nicht mehr richtig erfüllen kann. Es steigt die Korruption, weil ich mir das, was ich vom Staat will, am besten erkaufe. Denn von sich aus ist der Staat nicht mehr in der Lage, es mir zur Verfügung zu stellen. Weil dann irgendwann die Regierung merkt, ihr kommt die Loyalität der Bevölkerung abhanden, wird die Regierung überlegen, ja, wie kann ich gleichwohl den sich destabilisierenden Zustand dieser Gesellschaft restabilisieren? Der erste Gedanke, auf den Regierung dann verfallen ist, es kann doch nicht sein, dass die Bürger in meinem Land sich selbst organisieren, dass die Verbände und Vereine nach eigenem Ermessen aufmachen, Parteien gründen, so wie sie wollen, politische Ziele vertreten, die ihnen gerade so einfallen. Viele Köche verderben den Brei. Wir brauchen diese Köche nicht. Und wenn unsere Zivilgesellschaft auch noch von auswärtigen Mächten finanziert wird, etwa von der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung, dann sind das fremde Agenten in meinem heiligen Russland und deren Umtriebe müssen verboten werden. Also der Staat fängt an, der Zivilgesellschaft ihr Recht auf Selbstorganisation zu nehmen. Nur was er, der Staat, an Institutionen aufbaut, ist akzeptabel. Auch das beobachten Sie in der Gegenwart. Eine Sonderform von schwachen Staaten sind autoritäre Diktaturen. Das wirkt zunächst paradox, denn eine Diktatur kennzeichnet sich doch dadurch, dass der Staat sich durchsetzen kann gegen den Einzelnen. Und das ist nicht verkehrt. Aber ein stabiles Herrschaftssystem einer Diktatur muss schon auch investieren in die Kontrolle der Regierten. Der alte Spruch lautet, die Macht kommt aus den Läufen der Gewehre. Das stimmt, aber so geht der Satz richtig weiter. Auf Bajonetten lässt sich nicht sicher sitzen. Auf Bajonetten kann man nicht bequem sitzen. Das heißt, der Staat muss jede Menge Geld in die Hand nehmen, um Inlandsaufklärung zu machen. Wo sind die staatsfeindlichen Zersetzer und Saboteure? Wo sind die Agenten des Auslandes? Wo gibt es Umtriebe staatsfeindlicher Art? Das kostet.
Es gibt wunderbare Studien darüber, was die DDR für einen Repressionsapparat alles ausgegeben hat. Geld, das man für andere Sachen sinnvoll hätte einsetzen können. Und es braucht dann natürlich in einer autoritären Diktatur, wo man Fassadenschein wahren muss, besonders viel informelle Politik. Wenn man vom Westen Geld will, muss es demokratisch aussehen, aber wir müssen trotzdem alles in der eigenen Hand haben. Andernteils haben diese autoritären Diktaturen genau aus den beschriebenen Gründen keine Nachhaltigkeit der Machtressourcen. Lassen Sie die Erdölpreise international noch weiter verfallen und es schaut etwas schwierig aus mit der Finanzierung des russischen Repressionsapparates. Ob die Machtressourcen des nordkoreanischen Diktators wirklich so groß sind, wie er glaubt, wird vielleicht in den kommenden Wochen in einem realen Härtetest ausfindig gemacht. Es stellen Diktaturen nur relativ wenige politische Güter zur Verfügung. Schutz nach außen, ja, Sicherheit im Inneren auch, solange man dem Staat gehorcht. Aber was ist mit Freiheit, mit Demokratie, mit Gerechtigkeit? In autoritären Diktaturen ist damit nichts und das merken die Leute. Und folglich erschüttert das doch die Legitimität von Diktaturen und viele Diktaturen sind immer wieder zusammengebrochen. Und hier sind dann einige Beispiele von solchen fragilen, schwachen Staaten, die es einfach nicht schaffen, Legitimität durch Bereitstellung verlässlich produzierter politischer Güter anspruchsvollerer Art aufrechtzuerhalten. Dann haben wir noch die gescheiterten Staaten. Auf dieser Landkarte haben Sie abgetragen, wie es denn im Sinn dieser Typologie auf der Welt mit Staatlichkeit steht. Was blau eingefärbt ist, das ist okay. Nach all dem, was wir wissen, aufrechterhaltbare Staatlichkeit. Was grün ist, das ist im grünen Bereich. Wenn es hellgrün wird, dann wird es schon etwas problematisch. Jetzt schauen Sie nach Europa. Na, da haben wir blau Deutschland und die Niederlande und den ganzen nordischen Bereich. Das erfreut uns sehr. Dunkelgrün, unsere westlichen und südwestlichen Nachbarn. Ja, die östlichen wenigstens hellgrün. Und dann geht es in den gelben Bereich hinein. Naja, in Amerika, in Lateinamerika haben sie ziemlich viel im gelben Bereich. In Asien ziemlich viel im gelben Bereich. Ja, und je roter die Sache wird, umso wackeliger ist es. Tiefes Dunkelrot, gescheiterte Staatlichkeit, wo nichts mehr funktioniert. Auf der Welt haben wir derzeit an die 16 Staaten, die sehr stark vom Staatszerfall bedroht sind, 8 de facto gescheiterte Staaten, wobei je nach den Kriterien das auch 6 oder 12 sein können. Da muss man die Sache so halten, wie es Aristoteles im ersten Buch der Politik beschreibt, man darf in keinem Ding nach mehr Genauigkeit streben, als der Natur der Sache angemessen ist. Das Wesentliche geht aus dieser Folie hervor und wenn Sie die vergleichen mit den Folien über den Human Development Index, über den Freedom House Index, über den Antikorruptionsindex, dann verbindet sich das alles zu einem relativ klaren Bild darüber, wie es auf dem Erdball mit der Stabilität von Staaten bestellt ist. Wir sehen, schwache Staatlichkeit ist ein Problem vor allem Afrikas, kommt aber auch in Asien und Mittel- bzw. Südamerika vor. Afrika ist deswegen so besonders wichtig, weil innerhalb der nächsten 40, 50 Jahre die afrikanische Bevölkerung, wenn nicht furchtbare Unglücke geschehen, um ungefähr 1 Milliarde Menschen ansteigen wird. 1 Milliarde Menschen mehr auf einem Kontinent mit überwiegend nicht funktionierender Staatlichkeit. Was das an Migrationsdruck bedeutet, an Migrationsdruck, der nicht nach Australien gehen wird, sondern nach Europa, sollten Sie allmählich anfangen, sich zu überlegen. Und ob man etwas tun kann und wenn ja, was, verdient weitere Gedanken. Wie schaut der Weg vom schwachen Staat aus, den wir vorhin beschrieben haben, zum gescheiterten Staat? Woran erkennt man, dass etwas am Abschmieren ist? Und woran erkennt man, dass man, wenn man sich das zutraut, eingreifen müsste? Es sinken schwache Staaten sehr leicht zu gescheiterten Staaten ab, wenn ihre politischen Führer inkompetent,
korrupt und zugleich arrogant sind. Leider gehört es zu den wenigen politischen, in Anführungsstrichen, Naturgesetzen, dass Inkompetenz und Arroganz in der Regel Hand in Hand gehen. Und das ruiniert so manchen Staat. Was sind Anzeichen dafür, dass politische Führer ihren Staat absinken lassen? Ausbeutung, Beraubung der eigenen Bevölkerung. Die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm oder werden noch ärmer, die Ausbeutung, der Steuerdruck und so weiter, alles steigt. Die Eliten leben wohl, der Rest der Bevölkerung interessiert nicht so sehr. Zweites Anzeichen, es intensiviert sich autoritäre Herrschaft. Weil alles am Zerfallen ist, muss man jetzt mit besonders eisernem Griff versuchen, die Sache zusammenzuhalten, was in einzelnen Fällen auch geht, aber nicht immer und schon gar nicht auf Dauer. Das Ganze drückt sich in der Regel aus in der Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte. Man darf nicht mehr frei zivilgesellschaftliche Vereinigungen gründen, keine Parteien neu gründen, frei betreiben, ohne staatliche Lizenzierung. Man sollte nach Möglichkeit keine andere politische Meinung vertreten als die herrschende Klasse oder der große Diktator, andernfalls man ins Gefängnis wandert. Wahlbetrug ist heutzutage ein typisches Zeichen, weil so nach internationalem Kommen ja überall gewählt werden muss. Auch an jeder Diktator legt Wert darauf, gewählt zu werden, mit Ausnahme des nordkoreanischen. Selbst Diktatoren, die die Macht nicht aufgeben wollen, lassen sich dann zumindest auf Lebenszeit wählen, um sagen zu können, sie seien demokratisch gewählt worden. Das alles geht genau dann gut, wenn man die Wahlen fälscht, Stimmzettel austauscht oder vorausgefüllte Stimmzettel auswerten lässt und die echten verschwinden lässt, Leute einschüchtert, Wahlkampf unterbindet, bestimmte Leute faktisch vom Wählen ausschließt. All das kommt in großer Bandbreite auf der Erde vor. Nächster Indikator dafür ist die steigende Anzahl politischer Gefangener, Leute, die man verschwinden lässt, entweder heimlich oder offen zur Abschreckung, Journalisten, die in den Knast wandern, weil sie nicht das schreiben, was der neue Sultan hören will, unaufgeklärte Morde, alle Spatzenpfeifen von den Dächern, dass der und der Publizist oder Journalist in staatlichem Auftrag von der Polizei umgebracht worden ist, aber es verlaufen alle Ermittlungen im Sande. Und da gibt es noch weitere Anzeichen. Es nimmt, weil die Wirtschaft stranguliert wird. Wer strengt sich denn in so einem Land an? Wer hat denn was davon, sich Mühe zu geben? Es nimmt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ab, zu messen am Bruttosozialprodukt pro Kopf. Es gibt Inflation. Und im eigenen Land verwendet man dann in der Regel ausländische Währungen. Ich kann mich noch an Zeit erinnern, wo man in der Türkei mit D-Mark bezahlte. Und die türkischen Geschäfte gar nicht sehr amüsiert waren, wenn man ihnen türkische Lira anzubieten versuchte. In vielen afrikanischen Staaten bezahlen sie mit US-Dollar oder mit Euro, weil man der eigenen Währung nicht vertraut. Die Infrastruktur wird schlechter, das sind die berühmten afrikanischen Holperpisten. Die durchschnittliche Lebenserwartung sinkt, das ist ein sehr harter Indikator, wo man auch die humane Dimension des Problems sieht. Nachdem vermutlich die meisten Menschen nur ein einziges Mal leben, macht es schon einen Unterschied, ob man mit 30, mit 40 oder mit 80, 90 ins Gras beißen muss. Auswanderung nimmt zu. Migrationsdruck. Ich glaube, die Folien habe ich vor so 10 Jahren gemacht. Sie sind sozusagen von allzeitgültiger Richtigkeit. Was vielleicht nicht allzeitgültig richtig ist, das ist die Liste der Kandidaten auf diesen beklagenswerten Zustand eines Staates. Das ist zeitabhängig, aber diese haben wir zurzeit wirklich zu nennen. Blicken wir noch auf gescheiterte Staaten. Ein gescheiterter Staat ist einer, der nur noch in sehr geringem Umfang politische Güter überhaupt bereitstellt. Von der inneren Sicherheit angefangen und von Demokratie und gar sozialer Gerechtigkeit muss man gar nicht mehr reden. Weil solche Staatsfragmente oder Staatsfassaden nichts mehr leisten, verwirken sie genau dadurch ihre Rolle als der erstrangige Anbieter politischer Güter. Und das eröffnet Freiraum für Clans, für Banden.
Vielleicht haben Sie sich mal überlegt, warum genau in Süditalien Organisationen wie die Cosa Nostra, die 'Ndrangheta oder die Mafia so eine große Rolle spielen. Sie müssten einfach in die italienische Geschichte gehen, insbesondere in die süditalienische Geschichte, wo der Staat aufgrund ständiger Fremdherrschaft immer ein schwacher und von der Bevölkerung nicht akzeptierter war. Ob das die Staatsversuche der Normannen waren, der Anjous, der Aragonesen, der Spanier überhaupt später. Das war nichts, womit sich die Bürgerschaft identifizierte. Unterhalb der oberflächlich mit Gehorsam versehenen staatlichen Gewalt machte man das eigene. Und dort wurden politische Güter wie Sicherheit produziert. Man musste freilich dafür bezahlen. Schutzgeld heißt die Sache. Und seitdem wir Internationalisierung und moderne Kommunikations- und Transportmöglichkeiten haben, sind internationale Nichtregierungsorganisationen funktional in die gleiche Rolle getreten. Ein Staat schafft es nicht, seine Bevölkerung zu ernähren. Ja, wir haben doch das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen. Ein Staat schafft es nicht, bei einer Seuche seine Bevölkerung zu schützen. Ja, wir haben doch die Médecins Sans Frontières oder sonstige internationale Ärzteorganisationen. Da machen dann reiche Staaten Geberkonferenzen und investieren so und so viel Geld in die und die internationale Hilfsorganisation, die es ja reichlich gibt. Ja, dann brauche ich irgendwann auch keinen Staat. Hilfsorganisationen übernehmen das schon, müssen dafür freilich mit Banden zusammenarbeiten, weil die dann irgendwann das Waffenmonopol haben. Das Rote Kreuz kann er sich schlecht mit Kanonen und Gewehren verteidigen. In gescheiterten Staaten sind die staatlichen Institutionen defekt, in der Weise, die jetzt darzustellen ist. Die Bürokratie verliert an Professionalität und wird zum Unterdrückungsinstrument, oft auch noch korrupt. Die Gerichte agieren auf Weisung der Regierung und werden folglich für die Bürger, die Recht suchen, ganz und gar unnütz. Wenn es Parlamente gibt und der internationale Kommand gebietet es, ein Parlament zu haben, auch Nordkorea hat ein Parlament und China hat ein Parlament, klar. Aber Parlamente, die existieren, sind Abnickorgane. Das, was die politische Führung will, das wird in solchen Parlamenten zustimmend zur Kenntnis genommen, im Idealfall bejubelt. Perfekt ist es wie in der Volkskammer der DDR, wobei die DDR erst am Ende ein gescheiterter Staat war und freilich war auch nur das Regime gescheitert, nicht der ganze Staat. In der Volkskammer der DDR sah der DDR-Bürger im Fernsehen, da sitzen tatsächlich alle Abgeordneten drinnen. Der ganze Plenarsaal der Volkskammer ist gesteckt voll. Und alle sitzen nicht nur da, sondern alle schreiben mit. Honecker redet und alle notieren mit, machen Notizen. Naja. Nicht deswegen, weil das unbekannt gewesen wäre, was Honecker erklärte oder großen Neuigkeitswert gehabt hätte. Und am Schluss wurde tatsächlich abgenickt. Nur ein einziges Mal stimmte die Volkskammer mit Gegenstimmen ab, als es um Schwangerschaftsabbruch ging. Es fehlt in solchen Staaten demokratische Willensbildung und es verfallen Infrastruktur, wie vorhin beschrieben, das Gesundheitssystem, deswegen nimmt etwa AIDS zu oder die Kindersterblichkeit. Das Bildungssystem verfällt, die Zahlen der Analphabeten nehmen zu, der funktionalen und der echten Analphabeten. Die schöne Welt ist auch in solchen Staaten existent. Überall existiert das Gute, in solchen gescheiterten Staaten für Reiche. Denn für Reiche bieten sich dort spektakuläre Profitmöglichkeiten. Währungsspekulationen, sie lassen sich bestechen, sie können Banden anführen oder anheuern, sie können einschüchtern, sie können dann mit ihrer Machtposition mit internationalen Unternehmen handeln, die Diamanten schürfen oder Erdöl ausbeuten wollen. Sie leben dann auch in dem gescheiterten Staat in ihren gated communities mit persönlichen Wachdiensten, haben einen großen Teil ihres Geldes in der Schweiz auf einem Konto und haben ein Privatflugzeug zur Flucht im Garten stehen. Gescheiterte Staaten sind für Reiche überhaupt kein Problem. Für die Masse der Bevölkerung freilich schon. Die Armen werden immer ärmer, Wirtschaft schrumpft, Versorgungsengpässe, Hunger, sinkende Lebenserwartung. Die Folge, wenn eine Bevölkerung nicht total bescheuert und hilflos und fellachisiert ist, es kommt zu Aufständen. Es organisieren sich Leute. Es bilden sich wieder persönliche Gefolgschaften.
Banden bilden sich. Bandenführer streben nach der Staatsgewalt. Sie bedrohen die wohlhabenderen Städte, die wohlhabenderen Personen. Und es kommt zu den Zuständen, die wir in manchen mexikanischen Provinzen vor 2, 3 Jahren hatten, die wir in Venezuela hatten, in Kolumbien hatten, wo Drogenkartelle einen großen Teil des politischen Betriebs mitbeherrschten. Das alles sind keine erfreulichen Zustände. Und wer das Glück hat, in einem anderen Staat als einen solchen zu leben, der täte gut daran, sich jeden Tag klarzumachen, wie glücklich er politisch ist und wie wenig er oder sie eigentlich politisch zu klagen hat. Gescheiterte Staaten sind sozusagen ausgehöhlte Formen, in deren Rahmen die grundlegenden Aufgaben eines Staates eben nicht mehr erfüllt werden. Er sieht aus wie ein Staat, verhält sich aber nicht wie ein Staat. Wir leben derzeit in einer geschichtlichen Phase, in der mehr und mehr Staaten zerfallen. Und ich habe Ihnen vor einigen Stunden erklärt, warum das der Fall ist. Das hat etwas zu tun mit dem Siegeszug des europäischen Staatstyps hinein in Kontinente und Gesellschaften und Kulturen, in denen er nicht richtig funktioniert. Und mit dem Ende der Unterstützung dieser Staatsfassaden durch das Ende des Ost-West-Konflikts und durch die Globalisierung. Dieses Scheitern von Staaten, welches zur Signatur unserer Zeit gehört, hat einige Folgeprobleme. Gescheiterte Staaten exportieren ihre eigene Instabilität ins staatliche Umfeld. Dort sind Banden tätig, ja, die gehen dann gern auch über die Grenzen. Es kommt aber noch präziser. Gescheiterte Staaten, wo der Staat keine Autorität hat, wo wieder Faustrecht regiert, werden leicht zu Stützpunkten und zu Rekrutierungspools von internationalem Terrorismus. Somalia, Irak, Afghanistan. Westliche Staaten haben in all diesen Staaten genau deswegen interveniert, um sozusagen das Übel des Terrorismus an der Wurzel zu packen. Nicht bedenkend, dass es auch Aufgaben gibt, an denen man sich überheben kann. Mal schnell in den Irak zu gehen oder nach Somalia zu gehen, wo die Amerikaner noch eine von Fernsehsendern gut inszenierte Landung machten, um das Land zu stabilisieren, endete nach kurzer Zeit mit dem Rückzug der Amerikaner. Und was aus dem Irak und Afghanistan wurde, muss ich nicht eigen schildern. Gescheiterte Staaten, weil dort niemand mehr Recht durchsetzt und man dort Reichtumsmöglichkeiten gerne nutzt, sie nähren das internationale Waffen- und Rauschgiftgeschäft. Es wird Rauschgift angebaut und niemand verhindert es. Tja, und Waffen werden dort nachgefragt. Wo bitteschön werden Waffen nachgefragt, wenn nicht in Krisengebieten? Wie naiv ist folglich der Grundsatz, Waffen genau nicht in Krisengebiete zu liefern, wo sie nachgefragt werden? Wie naiv ist die Vorstellung, wenn ich keine Waffen liefere, dann werden die keine Waffen bekommen? Wir sind in einem Teufelskreis, der lediglich durchbrechbar wäre, wenn es überall vernünftige Staaten gäbe, sodass es keinen Bürgerkrieg und folglich keine Ansatzpunkte für die Nachfrage nach Waffen gäbe. Das wäre die Lösung. Und das Rauschgiftgeschäft könnte sich auch vermindern, wenn der Westen nicht eine so gigantische Nachfrage nach Rauschgift hätte. Das Rauschgift wird ja nicht nach Somalia oder in den Irak exportiert, sondern in die westlichen Staaten, die sich moralisch und ethisch und in jeder Hinsicht überlegen fühlen. Bitte. Wie könnte sich zum Beispiel Afrika als so ein Krisengebiet denn rausschneiden aus diesem europäischen Einfluss, wo Sie meinen, dass sowieso nicht dort funktioniert? Die Frage war, wie sich Afrika aus dem europäischen Einfluss herausschneiden könnte. Erstens, es kommt nicht an auf das Herausschneiden aus dem europäischen Einfluss, sondern auf die Einsicht, dass der europäische Staat mit politischem Pluralismus, mit Gewaltenteilung, Demokratie, periodischen Wahlen in Afrika auf absehbare Zeit nicht funktioniert, sodass es alternative Formen von Staatlichkeit braucht. Und zweitens scheint die Problemlösung die zu sein, die man in Ostafrika ohnehin schon besichtigen kann. Die Chinesen verbreiten dort ihr Imperium. Den Chinesen ist es ziemlich egal, ob Demokratie oder Diktatur besteht, solange der Staat funktioniert und folglich die Wirtschaftsabmachung, die Militärabmachung mit China erfüllt werden.
Wie man Harmonie erzeugt, ist den harmoniesüchtigen Chinesen ziemlich egal. Infolgedessen, wenn sie zynisch sein wollen, besteht die Hoffnung für Afrika darin, dass die Chinesen Afrika, auch aus Rohstoffgründen, ihrem Imperium einverleiben. Einige Vermutungen seien angeschlossen. Wahrscheinlich ist es viel billiger, dem Scheitern von Staaten vorzubeugen, also sicherzustellen, dass Staaten es gar nicht abschmieren, als dass man nach dem Scheitern von Staaten, wenn wir in dieser lausigen Situation sind, die ich vorhin beschrieben habe, in humanitäre Hilfe investiert und in Maßnahmen zur Wiederherstellung von Staatlichkeit, was wir dauernd versuchen im Westen. Achtung, der Satz ist nicht so harmlos, wie er klingt. Was heißt dem Scheitern von Staaten vorbeugen? Demokratie ist eine Herrschaftsform, die unglaublich komplexe und selten gegebene Voraussetzungen hat. Was eigentlich meistens funktioniert, ist Diktatur. Dem Scheitern von Staaten vorbeugen heißt ganz wesentlich, Diktaturen zu akzeptieren. Ja, sogar froh zu sein, wenn irgendwo überhaupt wenigstens eine Diktatur funktioniert. Und dem Scheitern von Staaten vorbeugen heißt eben auch, auf das Stürzen von Diktaturen von außen her zu verzichten, wie es der Westen in den letzten 25 Jahren mehrfach praktiziert hat, in der Regel mit sehr unguten Folgen. Und anschließend investieren wir in die Wiederherstellung von Staatlichkeit und schicken jede Menge von Soldaten und von Geld auch von Deutschland her nach Afghanistan, um etwas wiederherzustellen, was zuvor erst kaputt gemacht worden ist. Aber andernteils ist es vielleicht gar nicht möglich, überall Staatlichkeit aufrechtzuerhalten, weil Staatlichkeit selbst als ein gefestigter Zustand gesellschaftlicher Ordnung auf einem angebbaren Flecken Erde, weil Staatlichkeit selber ein Ausnahmezustand ist, sodass es billiger sein kann, mit den Folgeproblemen von gescheiterter Staatlichkeit einfach auszukommen. Also wenn Staaten gescheitert sind, sie gescheitert sein zu lassen und darauf zu bauen, dass humanitäre Organisationen schon das Gröbste an menschlichem Elend mildern werden, dass man aber nicht den Versuch macht, wo immer ein Staat gescheitert ist, als internationale Polizei aufzutreten, was die Amerikaner lange Zeit getan haben und wir von ihnen ja auch gleichsam erwartet haben. Und dann wollen wir noch blicken auf zusammengebrochene Staaten. Das ist eine sehr seltene und eine sehr extreme Form gescheiterter Staatlichkeit. Da gibt es dann keine zentrale politische Autorität mehr. Nicht einmal die Fassade steht mehr so richtig. Im Grunde ist ein Staat dann nur noch ein geografischer Begriff. Politische Güter, vor allem Sicherheit, werden durch private Mittel beschafft und fallweise, ich sichere mein Grundstück. Und du sicherst das dein, und wenn du nicht stark genug dafür bist, dann ist es dein Problem, nicht meines. Sicherheit läuft dann hinaus auf das Recht des Stärkeren und genauso fing ja auch die Staatsbildung an. Die Stärkeren setzten sich durch und setzten ihre Spielregeln durch. Es übernehmen dann nichtstaatliche Akteure das Kommando, davon sprachen wir schon, von Clans bis zu internationalen Nichtregierungsorganisationen. Falls noch Teile der früheren Staatsmacht bestehen, dann arbeiten sie unorganisiert und schwer erkennbar. Tja, was macht man? Wenn man realistisch ist, was ich allen, die Politikwissenschaft studieren, sehr empfehle, wenn man realistisch ist, ist die einzige Chance, aus dieser wirklich schlimmen Lage etwas Besseres zu machen, dass man Sicherheit im Inneren wiedererlangt, und das geht durch Aufrichtung von einer Diktatur, und dass man dann die Legitimität einer Zentralmacht erlangt, die zumindest Sicherheit im Inneren und Schutz nach außen garantiert, und die, wenn alles gut geht, dann den Weg der europäischen oder sonstigen Verfassungsentwicklung nehmen kann. Gewaltenteilung, soziale Gerechtigkeit als Leitidee, Freiheit als Mittel zur Verwirklichung guten Lebens. Genau das ist im Übrigen auch die Kernaussage der politischen Theorie von Thomas Hobbes. Und so sehen Sie einmal mehr, wie ich hoffe, dass es durchaus sinnvoll ist, die Klassiker des politischen Denkens nicht zu ignorieren. Viele Einsichten, die wir mühsam neu lernen, waren denen längst bekannt,
weil sie wie Thomas Hobbes ihre politische Theorie zu Zeiten entwickelten, als der moderne Staat eben erst am Entstehen war und noch nicht als Selbstverständlichkeit gehandelt wurde. Darum hatte jemand wie Thomas Hobbes oder auch Niccolò Machiavelli einen sehr scharfen Blick dafür, was es alles braucht, um überhaupt Ordnung aufzubauen. Und er landete deswegen nicht so schnell im Wolkenkuckucksheim funktionierender Demokratie. Also lesen Sie gerade Leute wie Hobbes immer wieder und gründlich, denn aus ihnen lernt man für die Gegenwart und für die nächsten Jahrzehnte unglaublich Nützliches. In diesem Sinne, frohes Lesen bei Thomas Hobbes und bei Niccolò Machiavelli. Bis zum nächsten Dienstag.